Hä, wo ist er gerade hingegangen? Der ist nicht die Treppe runter, der ist durch diese Unterführung. Kapitel 5. Geständnis der Wahrheit. Aber wir glauben doch gar nicht mehr an die Wahrheit. Die da oben belügen uns doch. Guter Stoff, sagst du? Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor 2 Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Wisst ihr, vorhin haben wir einen Kopf gebraucht, jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Ja, Bates? Sir? Ja. Sir, machen Sie auf, ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, was denn? Warten Sie, Bates, ich bin gleich da. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut, ich werde dorthin fahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir? Ja? Das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm. Hier ist das Wetter immer kacke. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben. Das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates' Worte unaufhörlich durch den Kopf. Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde. Starksturm. Wie klingeln? Ich bin's, Samuel Gordon. Können Sie mich reinlassen? Einen Moment, Mr. Gordon. Mr. Gordon, ich habe eine furchtbare Nachricht für Sie. Robert, der Chefarzt. Oh nein, wie schrecklich. Oh nein. Robert? Och nö. Wovon reden Sie? Wie traurig. Ein Polizist und ein Kriminalbeamter waren hier. Es ist furchtbar. Ja. Wie ist es passiert? Sie sagten, dass seine Leiche am alten Leuchtturm gefunden wurde. James hat neben der Leiche gesessen. James? Er hat nur mit starrem Blick dagesessen. Er hat nicht mal versucht zu fliehen. Er saß nur da und hat eine Melodie vor sich hingesummt. Ich hätte nie gedacht, dass er jemanden umbringen könnte. Wo ist James jetzt? Wo hat man ihn hingebracht? Dort, wo er hingehört. Wieder in seine alte Zelle. Das wird jetzt für immer sein Zuhause sein. Also ist Robert tot. Aber wenn James ihn umgebracht hat, warum ist er dann nicht weggelaufen? Diese Müllzeit-Schmuckkäste hier. Ich habe noch nie so was Gruseliges wie das da gesehen. Ich möchte zu James. Können Sie mich in den Hauptflur lassen, zu seiner Zelle? Woher wissen Sie, wo seine Zelle ist? Wo soll sie sonst sein? Robert hat dieses Sanatorium geleitet, wissen Sie. Er hat mir gesagt, wo ich James finde. Entschuldigung, das wusste ich nicht. In Ordnung, ich lasse Sie herein. Aber nach dem, was passiert ist, kann ich Sie nicht alleine hereinlassen. Ich muss Sie begleiten. Kein Problem. Dann können wir gehen. Sie kennen ja den Weg, da Sie so gut informiert sind. Ich bin gleich hinter Ihnen. Die ist schon ziemlich schnippisch, oder?
Oh nein, nicht das! Warten Sie hier, ich muss einen Arzt holen. Was denn? Was ist passiert? Hallo! Oh nein, nicht das war die Reaktion auf jemanden, der sich erhängt hat? Oh nein, nicht das? James, was er am meisten fürchtete, ist geschehen. Er wollte nicht hierher zurück. Müsste ich nicht eigentlich noch den Schlüssel vom Oberarzt haben? Ich frage, also von dem anderen Typen da. James hat meinen Namen an die Wand geschrieben. Warum hat er das getan? Er gehört zu mir wie mein Name an der Wand. Oder so. Jemand hat es vergipst. Das vergibst ich dir niemals. Jemand hat es vergipst. Ich werde versuchen, den Gips abzukratzen. Nieder mit den Löcher stopfen. Verdammt, die Klinge ist zerbrochen. Nein! Nein, nicht mein Messer! Ralph, kannst du mich hören? Mel war da. Mel Gibson. Ja, kann ich, Samuel. Kommst du, um mich zu besuchen? Verpitzt. Oder bist du hier, um James zu sehen? Dankeschön, 400 Bits Lurker, dankeschön. James ist nicht mehr hier, Ralph. Warum sagst du das? James ist hier bei mir. Er ist immer hier bei mir. Du kannst ja mal rumkommen. Ich kann seine Stimme hören. Er würde mich hier drin nicht allein lassen. Ich muss dich etwas fragen, was James angeht. Ja, ich und Mr. Bobby, wir helfen dir. Oh nein. Ey, wirklich, diese Bilder sind ja alle schon so ein bisschen cursed, ne? Aber das James-Bild ist wirklich, wirklich, wirklich höchst verstörend. Ralph, wann hast du das letzte Mal mit James gesprochen? Erinnerst du dich? Ja, Samuel. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, warum er ausgebrochen ist? Vielleicht, aber er hatte so schreckliche Angst und hat so viel geredet. Mich hat das alles so verwirrt. Er hat immer wieder gesagt, er hat ihn nicht getötet. Das hat er gesagt. Robert? Ja, ihn. Was hat er noch gesagt? Er sagte, er wüsste, wer ihn umgebracht hätte. Der Name. Kannst du dich an den Namen der Person erinnern, von der er sprach? Nein, ich war zu durcheinander. Er hat auch gesagt, dass er weggeht und dass wir uns nicht wiedersehen. Er wollte nicht wieder in sein Zimmer gebracht werden. Ralph, versuch dich bitte daran zu erinnern, von wem James gesprochen hat. Ich weiß es nicht, ehrlich. Danach wollte er nicht mehr reden. Er wurde ganz still. Ich mag es nicht, wenn es still ist. Na schön, Ralph. Ich muss jetzt gehen. Okay, Samuel. Mr. Bobby sagt okay. Ralph hat als letzter mit James gesprochen. Mehr werde ich wahrscheinlich nicht aus ihm herausholen. So, jetzt kann ich auch die... Wie gesagt, es gibt sonst... Ich kann leider nicht gucken, Tani, weil... Also, ich darf nicht rausklicken, ne? So, James, zeig mal. Muss mal piepen. Wenigstens war es ein schneller Tod. Das weißt du doch gar nicht. Wenigstens war es ein... Diesen Schlüsselbund erkenne ich. Roberts Schlüssel. Oh. Hallo, wir haben schon mal... Hallo. Na? Was machen Sie hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen. Sie haben hier nichts zu suchen. Ich machte mich auf den Weg zum alten Leuchtturm auf der Klippe von Sharp Edge. Es war der einzige Ort, an dem ich etwas über Roberts Tod erfahren würde. Ich mochte Edge noch nie, Chrome war besser. Hier also wurde Roberts Leiche gefunden. Okay, hier sind... Okay, wir gehen nach da. Der ist ja vor der Backseat-Gamer. Loch im Mauerwerk, okay. Es ist dunkel. Ich kann nichts erkennen. Dann mach die Augen auf.
Ich sehe nichts. Oh. Sieht aus wie so ein Stempel, auch so unsauber wie einer. Ein weiteres Symbol. Das sollte ich irgendwie notieren. Bestimmt kann man die übereinander legen oder so. Zeig mal. Fertig. Ja, zeig mal. Also, Mann, ich drücke mal den falschen Pfeil. Hier. Obwohl die schon sehr, also redundant übereinander liegen würden. Naja, egal. Okay. Aber, also was ich mich frage. Es ist dunkel. Ich kann... Also, was ich mich frage. Wir haben doch in unserem Traum, haben wir doch eigentlich die Leichenhalle gesehen. Sind wir uns hier sicher, draußen ist nichts mehr zu finden. Ja. Ich gehe zur Leichenhalle. Vielleicht weiß Hermann etwas Neues. Ja, genau der. Das war doch Hermann, der Tote. Hermann, lebst du noch? Vielleicht bin ich Prophet. Das ist schön. Wahrscheinlich hat er die Klingel nicht gehört. Ich versuch's nochmal. Er macht nicht auf. Seltsam. Ich dachte, er wäre zu Hause. Sie ist offen. Ich sehe mich um. Das spricht jetzt nicht für seinen... Ist das Shakespeare? Wo steckt Hermann so rot? Er hat die Haustür offen stehen lassen. Und die Tür zur Leichenhalle. Seltsam. Hat er hier gerade Fotos entwickelt? Er hat gerade Fotos entwickelt, sehr gut. Oh. Wie makaber. Hey! Kannst du mal aufpassen? Hier essen manche. Was könnte hier passiert sein? Tani, was sagst du? Neues Profilbild? Das fünfte Symbol. Das fünfte Symbol. Ist erledigt. Sehr gut. Oh Gott. Wo ist das? Ist das der Steinkreis? Das sieht irgendwie so anders aus. Das hat sich alles verändert. Das ist ein Thron. Boah, jetzt habe ich irgendwie Bock, View Rising zu spielen. I don't know. Das wird es für Tinder. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Na, 2 Tagen kein Schlaf. Aber da fehlt noch Zappa so. Ja, ne, das ist so ein Spiel, das vergisst man immer wieder so. Und dann denkt man sich, hä, warum eigentlich? Okay. Dann gucken wir jetzt erstmal den Kopf an. Der hat so lieb gelächelt. Dieser Ausdruck in seinen Augen, furchtbar. Ja, ich finde, der lächelt. So ein ganz sanftes... So entspannt. Wisst ihr, was ich meine? Soll ich ihn Da haben sie aber nicht mit dem Detail gespart für die damalige Zeit. Wer könnte ihn getötet haben? Und warum? Er hält etwas in der Hand. Die dann halt Finger doch seine lassen Hand. Sich durch die Totenstarre nicht lösen. Oh, dann bricht sie ihm. Keine Ahnung. Ach, wir haben gar nichts mehr. Hier, brennen sie. Hat er hier irgendwelches Werkzeug? Lampe. Du kleine Lampe.
Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich mache die Lampe an. Da war was. Da war was. Ich hab's gesehen. Da, Schublade. Buch. Unter dem Buch sind einige Plastikhüllen. Die könnten nützlich sein. Klar, du. Sie sind leer. Oh, Finger abhacken. Finger abhacken. Na gut, wir können sie auch aufzangen. Ist schon okay. Aber Finger abhacken fände ich auch schön. Ist das das, was... Ja, das hatten wir schon. Das ist ein guter Hackbraten. Ein altes Mikroskop. Aber ich glaube, da gucken wir dann, oder? Obwohl, nee, ist nicht mehr rot. Okay. Stimmt, dass unser Messer weg ist. Mhm. Mhm. Spaghetti Bolognese. Mhm. So, dann nehmen wir... Mit der Zange müsste es gehen. Das müssen die Haare des Mörders sein. Oh, die kann sofort, ich nicht einfach ja, so ja, in die Tasche stecken. Und sofort. Ist ja blöd, wir haben keinen Leichenschauer mehr. Der Mörder hat also schwarze Haare. James' Haare waren tiefschwarz. Ich sollte zurück ins Sanatorium gehen und eine Probe zum Vergleich holen. Schon mal in den Spiegel geguckt, Samuel? Nur so eine Frage? Jemand klingelt an der Tür. Ich sollte lieber hier verschwinden. Oh nein, Herr Inspektor, da ist eine Leiche. Inspektor? Mr. Gordon, was machen Sie hier? Da ist eine Leiche. Ich bin gekommen, um Dr. Herman zu sprechen und... Er ist tot. Ich weiß schon, wie das aussieht, aber ich kann alles erklären. Wovon reden Sie, Gordon? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich wollte eigentlich nur Herman besuchen und... Du musst ein bisschen schockierter tun. Er ist tot. Was? Ich ging nach unten und fand seine Leiche auf dem Tisch. Dies ist eine ernste Angelegenheit. Sind Sie sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, Inspektor. Weiß ich nicht, sein Kopf ist abgetrennt. Seine Leiche liegt auf dem Obduktionstisch. Weiß nicht. Mit abgetrenntem Kopf. Mit abgetrenntem Kopf? Das muss ich Experte, mir sofort ansehen. Aber also ich weiß nicht, ob Hören der noch Sie, lebt. Gordon, waren Sie allein, als Sie ihn fanden? War sonst niemand bei Ihnen? Niemand. Seltsam, wie Sie durch Zufall immer wieder über Leichen stolpern. Herr, den Jungen habe ich nicht gewusst. Er war schon tot, als ich eintraf. Ich glaube Ihnen. Ich weiß, wer dahinter steckt. Wer denn? Wirklich? James. Wer? Der Irre, der Nein. vor wenigen Tagen aus Ashbury ausgebrochen ist. Wer sonst würde solche Verbrechen begehen? Erinnern Sie sich an den Jungen? Und jetzt Herman. Verstümmelt. So etwas würde kein normaler Mensch machen. Das stimmt zwar, aber er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich war heute im Sanatorium. Also hat sich der Mörder selbst gerichtet. Tja, das ist Gerechtigkeit, würde ich sagen. Aber Sie haben doch keine Beweise. Gordon, es gibt mehrere verstümmelte Leichen und ein Wahnsinniger war auf freiem Fuß. Ja, dann ist der Fall ja gelöst. Wollen Sie noch mehr Beweise? Dann. Das ist ziemlich also eindeutig. Also früher war alles besser, ich verstehe Gut, schon, dass war Sie viel mir einfacher von ihm erzählt alles. Haben, Gordon. Aber jetzt gehen Sie bitte. Ich muss nach unten und mich darum kümmern. Wiedersehen. Wiedersehen, Inspektor. Warum sollte James Herman umbringen wollen? Er kannte ihn nicht einmal. Ja, aber er ist Irgendwie ein Irrer auf freiem muss Fuß ich an eine gewesen. Probe von James' Hä? Haar kommen und sie mit den Haaren vergleichen, die Herman im Todeskampf umklammerte. Wer ist da? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich rein. Augenblick, bitte. Danke. Danke. Irrer ist immer der Mörder, danach Gärtner und dann Butler. Richtig. Hallo, Schwesterchen. Kann ich mit Babe? Ihnen sprechen? Sicher. Hören Sie, ich muss etwas wissen. Wo ist James' Leiche? Wie bitte? Stellen Sie keine Fragen. Sagen Sie mir einfach, wo sie ist. Also, frag nicht so dumm, du blöde Kuh. Na du bist gut, eine Frau, du wenn hast Sie es Ohrchen. Unbedingt wissen müssen. Aber nur, weil Sie es sind. Wir können Dr. Herman nicht erreichen. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen haben wir die Leiche in die alte Kapelle auf dem Friedhof gebracht, der bis der Doktor tot. Eintrifft. Sehr viel länger kann sie aber nicht dort bleiben. Sie muss in die Leichenhalle. Das war alles. Oh, sie Danke. Dummes Frauenzimmer, sie fänden. Also ich glaube, das hätte er gesagt. Gut, dann gehen wir. Ich kann jetzt nicht gehen. Warum nicht? Ich will sie nicht stören.
Er führt sauberes Wasser. Ich sagte, klar. Wofür brauche ich Wasser? Wofür brauche ich jetzt schon wieder Wasser? Oh, ich müsste halt echt mal pipi, ne? Oh. Oh. Ich krieg meinen Lappen wieder. Chat, kommt mal her. Sorry. Nein, nein. Ach so, der Friedhof oder... Ach so, nee, warte, ich dachte... Ach so. Naja, gut. Das würde dem Heizer vermutlich... Ja, tut mir leid. Er lässt mich nicht rein. Er würde mich sehen. Ja, dann red mal mit ihm. Muss pipi. Ich habe keine Zeit. Was wollen Sie? Warum ist die Tür zum Kesselraum abgeschlossen? Ich musste anfangen, sie tagsüber abzuschließen, wegen diesem entlaufenen Bekloppten. Der ist tot. Soviel ich weiß, war er der Erste, der entkommen ist. Die Anstalt hat in dieser Hinsicht einen sehr guten Ruf. Und man will ihn nicht aufs Spiel setzen. So soll es auch sein. Bekloppte rein und nie wieder raus. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Macht halt auch mehr Sinn, dass Sie ihn hier hingebracht haben, ne? Der ist ja wiedergekommen, alles gut, eben. Hm. Die Kapelle ist abgeschlossen. Wenn kein Lappen wäre, dann bin ich eine Flasche. Okay. Na dann. Hast du einen Schlüssel? Da hab ich nicht. Hab ich nicht Schlüssel für alles? Was machen Sie hier? Das geht Sie nichts an. Ja, Sie haben recht. Was kümmert's mich? Wollen Sie etwas? Können Sie mir sagen, warum die Kapelle auf dem Friedhof abgeschlossen ist? Die alte Kapelle. Ich sage Ihnen, warum. Sie ist abgeschlossen, weil da niemand was zu suchen hat. Können Sie sie für mich aufschließen? Nein, kann ich nicht. Da darf niemand rein, habe ich doch gesagt. Aber Sie haben dafür einen Schlüssel, richtig? Richtig. Und so bleibt es auch. Ich muss um jeden Preis in diese Kapelle. Wie komme ich nur an diesen Schlüssel? Wie wär's, wenn Sie mir Ihren Schlüssel ausleihen? Ich bringe ihn bald wieder. Sie können ein bisschen Bier davon kaufen. In der Zwischenzeit könnten Sie auf meine Brieftasche aufpassen. Tja, ein bisschen Geld zu meinem lausigen Lohn wäre tatsächlich ganz nett. Ich wusste, dass ich dich mag. Also, was sagen Sie? Nein, es geht nicht. Ich kann's nicht machen. Die Oberschwester würde mich zu gerne hier rausschmeißen. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Oh, sie muss es doch nicht erfahren. Schade. Dann behalte ich die Brieftasche für mich. Ich will sie nicht länger aufhalten. Gut. Bisschen Schmuck, nein? Jetzt probiere jetzt noch kurz die Schlüssel und dann gehe ich pipi. Echt nicht? Wahrscheinlich hat James sie Robert abgenommen. Danach können wir mit der Schwester reden. Mit der Schwester. Ich habe das Gefühl, wir kriegen nicht mehr Drogen für ihn. Ja. Dankeschön. Oh. So. Ich kann da wieder rein. Dies ist der einzige Weg, in James' Zelle zu gelangen. Ich habe keine Wahl. Ich dachte, das wäre gesperrt, aber gut. Entschuldigung. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Darüber, dass Samuel weg ist? Ich bin Samuel. James weg ist? Ich muss ruhig sein, sonst werde ich ertappt. Dieses Mal hätte ich keine Erklärung. Das Wandern ist des Müllers los, des Wandern... Glück gehabt. Hier ist niemand. Das muss ich ausnutzen, bevor jemand kommt. Das ist nicht was.
Wie komme ich nur an die Schlüssel zu dieser Kapelle? Ich sehe mich hier mal um. Ich muss mir etwas einfallen lassen. In dem Schrank. Wo der davor gelehnt hat, vielleicht. Speichern? Ich habe schon gespeichert. Ich sehe nichts, was von Nutzen wäre. Bevor ich Pipi machen war, habe ich gespeichert. Loppen. Schade, Loppen. Keine Schlüssel. Wow. Bloß ein paar alte Gummistiefel. Persönliche Sachen vom Heizer. Ich lasse alles so, wie es ist. Das bleibt alles, wie es ist. Außer die Gummistiefel, die klaue ich natürlich. Weil die sind schöner als meine Schuhe. Und es ist dauernd am Regnen. Du musst ja wieder Pipi, wenn du lest. Du hast recht. Du hast recht, du hast recht. Kessel? Die Tür vom Kessel ist sehr heiß. Ich würde mich verbrennen. Oh mein Gott, das ist aber jetzt, also... Ich kann jetzt nicht gehen. Ich dachte, wir müssen den ganzen Weg zurück. Hallo, JP Queen. So. Dann natürlich den Lappen. Ich könnte auch die Gummistiefel mit Wasser füllen. Schade. Dass sie sich nicht wundert, dass ich da meinen Drecklappen in den Brunnen halte. Dann gehen wir hier wieder durch. Oh, mein Kreuz. Oh, dann mache ich das nicht mehr mit. Nee. Dann hierhin. Und wieder dahin. Und wieder hierhin. Und wieder dahin. Jetzt kann ich ihn anfassen. Wofür, weiß ich nicht. Die Hitze vom Kessel ist unerträglich. Warum hast du es aufgemacht? Die Hitze vom... Hier, ich schmeiß deine Gummistiefel weg, damit der nicht mehr arbeitet. Der Rauch vom Gummi würde durch den Kaminschacht abziehen. Das würde nichts bringen. Okay. Was? Was? Wo ist denn der Kaminschacht? Hä? Aber... Ich schmeiß das Buch rein. Ich kündige. In der Kaminschacht. Was bringt denn das? Kann ich die Haare einfach Beweismaterial verbrennen? Das andere Beweismaterial habe ich einfach in Wasser getränkt. Das kann ich dann einfach den Hals reinwerfen. Ich bin nicht Hänsel und Gretel. Ich mache sowas nicht. Ich röste Leute nur mit Strom. Ich bin mehr so der E. Ich bin mehr so das E-Gr. E-Girl und E-Grill. Wo ist denn der Kamin? Erzähl mir nochmal, was hast du gerade gesagt? Der Rauch vom Gummi würde durch den Kaminschacht abziehen. Man schmeißt auch keine Kondome bringen. In den Kessel. Kannst du mal weggehen? Kann ich da irgendwas machen? Ein Ventil. Okay, und wofür mache ich das? Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Jetzt muss ich mich beeilen. Was bin ich für ein Lump? Ich bringe alle voll in Gefahr? Warum mache ich das?
Vielleicht habe ich es mit den Stiefeln ein bisschen übertrieben. Hoffentlich ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt. Der arme Ralf, der kann auch für nix. Meine Schwester... Perfekt. Er hat die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich leih sie mir aus. Kann es sein, dass Book of Unwritten Tale von der Logik her ähnlich ist? Warum nicht in unserem Brieftasch, dass wir gelten? Wir verbrennen alles. Zumindest am Anfang. Also ich habe so ein Déjà-vu am Anfang, aber das ist auch ewig her. Wir sind der gute Bedürfnis. Achso, ja klar. Auch Vergiftung ist doch harmlos. Finde ich auch okay. Der Zweck heiligt die Mittel. James' Leiche. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Haben wir denn hier irgendwas? Kiste. Sie enthält zwei große Flaschen voller Chlor. Sie enthält zwei... Nee? Geh mal da weg. Scherben. Zerbrochenes Glas. Aua, ich hab mich geschnitten. Aber warte, wenn ich jetzt das mache, dann muss ich ihn da trotzdem anfassen. Ja, Chlor. Sind ja auch beide von hier. Okay. Okay, so hat es funktioniert. Wo könnte ich sie näher betrachten? Tja, vielleicht. Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Wirklich? Book of Unwritten Tales ist auch vielleicht also ein, zwei Jahre jünger als Black Mirror 1. Vielleicht so ein kleiner Unterschied. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Ach so, ich gehe gar nicht an den Schreibtisch, okay. Ich sehe doch jetzt schon an der Haarstruktur, dass das gar nicht passt. Zeig mal. Es ist richtig eingestellt. Ja, dann... Ach so, ich muss beide natürlich drauf tun. Entschuldigung, ich wollte erst eins angucken und dann das nächste. Ja, lass uns doch auch mal gucken. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Herman getötet hat. Aber wer war es dann? Wer hat sonst schwarze Haare? Morris. Also, weißt du, als ich vorhin den Spiegel erwähnt habe, ich würde ihn jetzt nochmal erwähnen. Es ist richtig eingestellt. Ja, ja, ich wollte auch einmal. Kann es ja auch anlügen. In Black Mirror. Also wäre gut, wenn er nicht schwarz wäre, sondern noch also funktionstüchtig wäre. Also nicht der in unserem Zimmer, der zerbrochen ist, wo nur noch der Hintergrund da ist. Wobei, wir haben eigentlich braune Haare, ne? Die sehen immer so schwarz aus, aber die sind eigentlich braun. Na dann, dann sind wir ja raus. Morris? Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Aber er kann ja ein paar Haare hier gelassen haben, hm? Brief. Ein Brief. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Alles fing vor ein paar Tagen an. Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Nee. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab, solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Morris. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist. Ja. Und wenn er der Mörder ist? Aua.
Wahrscheinlich von dem Glückskeks. Kann ich petzen? Also nein, nimm ihn doch mit. Nimm ihn doch mit, um zu zeigen. Na, gibt's hier Haare von ihm? Ich kann ein Pferdehaar nehmen. Erstmal Licht anmachen. Und wieder Strom verschwenden. Morris Mütze. Aha! Ich dachte, da hing eine Pferdedecke. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Eieiei. Eieiei. Da, jetzt haben wir wieder schwarze Haare. Ist einfach nur die Sonne. Ich krieg langsam Gehirnstarre. Ich versuche absolut da zu bleiben und nicht abzuschalten. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Der Spiegel, weißt du noch? Ich sag immer noch, dass deine Haare genauso gut schwarz sein könnten. Ja. Kann ich mit Victoria reden? Victoria! Der Morris, der ist abgehauen. Einfach so. Victoria? Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Aber der... Oh! Wir haben ja seine Schlüssel. Sie fährt die Ahnung raus. Roberts Arbeitszimmer. Werden, die es schrieben. Mir ist, als würde er mich immer noch beobachten. Oh mein Gott. Lord Grey. Der hat auch schwarze Haare. Und vor allem diese Überblendung finde ich sehr schön. Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Neues Profilbild? Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Er macht mir ein bisschen Angst. Aber er guckt mir auch ganz tief in die Seele. Sofa. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. What does a couch say to another? We are so far apart. Ah, kleiner Tisch. Ihr werdet niemals davon wegkommen. Ich würde das niemals lassen. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. In der Kakaodose. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Achso, ich dachte schon, es wird ein Rätsel. Oh mein Gott. Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Oh, Anatomie. Nee. Birma, bist du dir sicher, dass das ein anderes Spiel war? Sie ist abgeschlossen. Ja, abgeschlossen hier. Wer bist Sophie, du? Roberts Frau. Die hat schwarze Haare. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ja, okay, mal gucken. Das ist auch sehr smart, den Schlüssel für die Schubladen hier zu... Naja. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Erstmal geklaut. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch.
Anatomie, Gott. Oh Gott. Oh Gott, hier ist also pixelig. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Ja, dann sag ich auch nur, Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Warum schlägt er das denn einfach? Eier aufschlagen, okay, aber Bücher aufschlagen, der Arme. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Ach, wir können ja kein Latein. Ich hab's vergessen. Ich hab's verdrängt. Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht. Die auch? Sie spendet ein... Okay, die auch? Sie spendet... Rechtsklick geht auch nicht. Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Hä? Okay, ich kann das nicht. Oh nein. Also, oh. Oh nein. Okay, ja, verstanden. Aber noch nicht, keine Ahnung. Mal gucken. Roberts Medizindiplom. Wieso Tag, wieso schlecht? Also erstens, sind's wirklich gute Witze? Und zweitens, jeder Stream ist Witzetag. Ja, ja. Kleiner Tisch. Wild. Gibt's hier irgendeinen Anhaltspunkt? Ich meine, also, the problem is MCXX. The problem is, it's a bit, also das schwer. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. M ist ja 1120. 1120. Ist es wirklich? Aber ist das nicht, also ist das nicht ein bisschen einfach? Gott sei Dank kann ich römische Zahlen. Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. So einfach ja. Also nach den Planeten und den Sternzeichen. Dankeschön. Safe. Ja, jetzt wird's schwer, hä? Nicht verwirrt. Okay, wir brauchen fünf Zahlen. Habe ich hier? Hier ist nichts mehr. Ich meine, zu seiner Verteidigung hat das auch gesagt. Warum ich die trotzdem öffnen kann, weiß ich nicht. Hast du irgendwas? Rechts, links, links, rechts, runter, hoch, also weiß ich nicht. Hier ist nichts. Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht.
So. Wir testen. Hä? Warum? Das verstehe ich nicht. Warum Burma? Also ist das ein Rätsel in sich geschlossen oder brauche ich was, also anderes, um dieses Rätsel zu machen? Brauche was anderes. Okay. Das hilft mir schon mal, weil für mich wäre das Rätsel auch also genug gewesen. Habe ich irgendwas gefunden? Ach, hier. Na, das Wertpapier. Irgendein Wertpapier. Seltsam. Oh, es steht nichts drauf. Ja, Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Habe ich Zitronen dabei? Habe ich irgendwas? Ach, das grüne Licht natürlich. Oh. Ja, 63081, hab schon. 63081. Oh nein. Nee. 6 3 8. Das ist die richtige Kombination. Oh. Genauso wie meine Oma beim Wählscheibe. Das dauert halt ein bisschen länger.